Hallo zusammen, der Sommer ist gelaufen, heute eröffnen wir die Hüttensaison. Ich freue mich! Wir sind jetzt an so einer heiklen Stelle. Es ist wieder alles in den Weg hineingerutscht. Wenn wir im Herbst noch etwas daran arbeiten. Aber es geht. Es geht jetzt so weiter bergwärts. Ich muss mich grassieren, es fängt an zu regnen. Das ist jetzt so die schönste Stelle vom Aufweg. Unten führt der Gubbel in eine tiefe Schlucht. Wird runtergehen. Wasserfassung 1. Und da haben wir unsere zweite Quelle. Läuft viel Wasser momentan. Wir kommen jetzt hier an die Problemstelle. Es rutscht so seit 2 Jahren. Irgendwann wird einmal alles abtunnern und dann müssen wir den Weg neu bauen. Aber momentan ist es gut zum Überkommen. Haben wir schon geschafft. Zum Zeit kämpfen wir uns dann noch durch einen richtigen Dornendschungel. Und da vorne ist es schon unser Hexenhäuschen. Einmal schauen, ob jemand daheim ist. Die Tür ist offen, gehen wir rein. Jetzt schauen wir hier mal ein bisschen im Hütchen um. Das Feuer brennt. Es gibt ein Raclette. Der Tisch ist gedeckt. Ja, wir haben es gemütlich. Das Raclette brutzelt im Ofen. An dieser Stelle einmal einen ganz herzlichen Dank an die Leute, die zum Unterhalt dieser Hütte beitragen. Und das als kleiner Gedankenanstoss an alle, die nur konsumieren. Genieße die Gastfreundschaft dieser Hütte und vergiss nicht, ihr bei deinem nächsten Besuch das zurückzugeben, was du heute verbraucht hast. Wäre doch fair, oder? Hat da ein neues Hüttenbuch gegeben und ich bin der Erste, der etwas darf reinschreiben. Wir laufen jetzt hier durch den Dschungel zum nächsten Hütli. Es hat inzwischen angefangen zu regnen. Wir kommen jetzt hier an die zweite Hütte mit der Versicherungsnummer 1. Gehen wir mal rein. Da ein Ofen. Bank. Auch diese Hütte hat ein neues Hüttenbuch bekommen. Und auch hier bin ich der Erste, der etwas hineinschreibt. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier in der zweiten Hütte angekommen. Die Hüttensaison ist eröffnet. Ich wünsche euch einen schönen Winter. Ciao zusammen!